Hi Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Part von Assassin's Creed Origins hier zurück in Alexandria. Ich habe eben mal nachgeschaut, welche Quests wir angehen können und dabei festgestellt, dass die meisten Quests, die vorhanden sind, ja, die noch zu hoch sind eigentlich. Ich habe da glaube ich bis zu 36, 37 gelesen, einige 34, 33, war auch mal einer, glaube ich. Ansonsten, ich habe hier gesehen in Alexandria, da habe ich wohl anscheinend irgendwas liegen lassen. Denn hier gibt es noch drei, vier, glaube ich, Quests, die unter unserem Level sind, deutlich sogar. Und die machen wir jetzt in diesem Part. Das heißt, ja, es dürfte nicht, hallo Kind, nicht allzu schwierig werden, aber man weiß ja nie, welche NPCs man hier kennenlernt und ob wir die nicht im weiteren Verlauf irgendwann nochmal wieder treffen. Denn anscheinend gibt es auch 40er-Quests und es kommen noch mannigfache DLCs. Also es ist noch, ja, lange nicht vorbei. Es ist eines der intensivsten und längsten Let's Plays bisher auf meinem Kanal. Mir macht es nach wie vor Spaß und ich hoffe, du hast auch wieder Spaß hier mit diesem Part. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Und wir gehen hier die erste Quest an. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe nur gerade hier das Ausrufezeichen. Diese Zone ist tabu. Ups. Okay. Also, dann müssen wir hier schon mal aufpassen. Schade, und die Tür ist auch verschlossen. Also die Frage, können wir hier vielleicht hochklettern und irgendwie übers Dach rein? Möglicherweise. Komm, wir schauen uns das mal an. Vielleicht ist ja irgendwo oben auf dem Dach eine Luke oder sowas oder ein offenes Fenster. Dann können wir uns nämlich einfach runterdroppen. Aha. Noch eine Mauer. Und es sieht aber so aus, als ob das noch ein bisschen hin ist hier mit dem Ausrufezeichen. Aber die Aussicht ist schön. Ich gucke lieber nochmal auf die Karte. Nicht, dass wir hier, Gott weiß, wohin rennen. Was haben wir denn hier? Ist ja auch noch ein Ausrufezeichen. Rache der Poeten. Das ist doch in der Nähe. Wie kommen, dann nehmen wir das mal hier. Rache der Poeten 112 Meter. Na, jetzt gesehen, Level 20 war das, glaube ich, jetzt gerade. Das dürfte kein großes Problem werden mit Level 32, aber ich bin mal gespannt. Na komm, spring. Manchmal hängt er fest, dann will er nicht. Ja, ich bin gespannt. Und an diesem Ort hier waren wir hier noch gar nicht, oder? Das kommt mir. Diese Arena. Ich glaube. Hier waren wir noch gar nicht. Okay, dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Alexandria, wir müssen uns gegen die Krankheit wehren, die sich geräuschlos ausbreitet. Ha! Dieser Gennadios, er will die Poeten Alexandrias unterdrücken. Er weiß nicht, mit wem er sich da anlegt. Mögen Sie mich einsperren, aber ich verkaufe mein Blut nicht an die Todeshändler dieses Regimes. Ich sorge mich um Phanos. Warst du in seinem letzten Stück? Es war recht düster. Er ist ein Poet. Die haben andere Vorlieben. Da scheint irgendjemand, der Gennadios, etwas gegen diese Poeten zu haben, gegen diese Künstler zu haben. Oh, sorry. Bayek! Endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch. Sie haben alle meine Darsteller. Mitunter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanos. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich an Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Meine Darsteller sind in der Garnison. Ist das zu glauben? Die Ptolemäer unterdrücken Poeten schon immer. Sie haben uns in die Minen Nubiens verbannt. Vielleicht würde die Aufführung deines Stücks in den Tempeln mehr Leute erreichen.
Oh, Moment! Ich wusste nicht, dass ihr Sivana so viel vom Theater versteht. In Siva wurden viele große Satiren in den Tempeln aufgeführt. Ich erinnere mich an eine, in der Anubis mit einem Schakal vermählt wird. Wie beeindruckend. Ägypten-Satiren sind mir noch fremd. Worum geht es bei dir? Es heißt, gut gebrüllt, Pharao. Eine stürmische Komödie über Unterdrückung und die Ignoranz des Pharao. Oh, und Löwen! Klingt interessant. Ist dieses Theater nicht beeindruckend? Es steht leer wegen des Regimes. Bitte, Bayek, flieg wie Senu und bringe das Leben zurück in dieses Amphitheater. Ich vermisse meine Poeten. Und wir können ihn, glaube ich, nochmal ansprechen hier. Meine Darsteller sind in der Garnison. Alles klar. Ist das zu glauben? Die Filakitei Streit suchen. Ja. Die Filakitei. Gut, das wäre doch mal ein Anreiz hier. Oder es ist auch ein Anreiz, die Quests. Wer weiß, vielleicht sehen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal hier eine richtige Ansammlung, ein richtiges Publikum und eine Vorstellung. Das würde mir gefallen. Ein Stück, das hier unten aufgeführt werden würde. Aber wenn er sagt, Löwen spielen mit, dann kann man sich schon erahnen, dass da unter Umständen vielleicht ein Löwe auch mal ausbrechen könnte. Man weiß es nicht. Aber gut. Die Schauspieler sind in der Accra-Garnison südlich des Osttors. Finde und rette die Schauspieler. So, da hinten sehen wir schon die nächste Nebenquest. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, 4 oder 5 waren das hier noch in Alexandria, die wir hier erledigen können. Und ich finde immer wieder diese Nachtstimmung und diese Lichtstimmung immer wieder beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag das sehr, besonders wenn der Mond scheint. Ja, geschwind. Geschwind. So, hier wieder Baustellen da im Hintergrund. Okay. Versuchen mal hier die Brücke hochzukommen. Ja, und egal wie... Sorry. Ich wollte gerade sagen, egal wie lange man spielt, man entdeckt wirklich immer wieder neue Plätze. Und meistens bin ich positiv überrascht. Ich finde es einfach schon beeindruckend, diese Figuren hier zum Beispiel. Wenn man bedenkt, wie alt die sind und zu was die Leute fähig gewesen sind vor tausenden von Jahren schon. Schon beachtlich. So, und hier haben wir das Ziel lokalisiert, 120 Meter. Da sind die Gefangenen. Und diese... Nein, hier waren wir schon mal... Hier sind wir schon mal gewesen. Auf jeden Fall. Ich glaube, hier haben wir schon mal jemanden befreit. Erinnert ihr euch? Ja? Wer spricht da zu uns? Natürlich, hier waren wir schon mal. Und hier haben wir auch Aya getroffen. Unsere Frau. Damals. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Okay, also, dann versuchen wir mal. So wenig wie möglich Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt eine Möglichkeit gibt. Sieht nicht so aus. Ich wollte gerade mal schauen, ob man hier unterirdisch irgendwo lang kann. So, hier haben wir schon Gefangene, eingesperrt. Hey! So, das war's mit dem Stealth-Modus. So, da bist du ja. Komm mal. Du Wurm.
Ach, das war knapp. Das war knapp. Wer war das denn? Von da oben? Und wie oft kann er schießen? Okay, den haben wir schon. Wir befreien einfach jetzt einen nach dem anderen. Ganz zügig. Solange wir hier überleben, das ist die Hauptsache. Tja, Leute, da müsst ihr schneller sein. Zu essen vertragen. Also, wer fehlt noch? Viele haben wir schon befreit. Da hinten sind noch welche. Und sie scheint zumindest sich zu wehren. Sofort. Okay. Kurzer Rückzug. Verschaffen wir uns doch einfach mal einen Überblick. Wir kriegen angezeigt 84 Meter. So, wieder zwei. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Ich schlitze dich auf. Es geht hier nur um die Befreiung. Also gerade. Gemeinsam. Halten uns gar nicht so lange auf jetzt mit Kämpfen. Das war knapp. Das war knapp. Es wird wirklich knapp hier. Ich wünschte, Bayek würde mal schneller laufen, aber er kann nicht schneller. Und da ist noch ein Gefangener. Ah, das war knapp. Das war wieder knapp. Ich würde gerne jeden Einzelnen befreien hier. Ja, am Limit. Wirklich am Limit hier gerade. Bis jetzt ging es gut. Aber wenn hier zwei Pfeile auf einmal treffen, geht das Licht aus. Also, 50 Meter. Befreit ist er eigentlich schon. Ich glaube, wir müssen das bestätigen. Oder wir müssen ihn mitnehmen. Wir müssen ihn wegtragen. Okay, so funktioniert es nicht. Vor allem müssen wir ein bisschen Energie haben. Sonst haben wir nichts in Reserve, wenn wir hier getroffen werden. Das werden wir auf jeden Fall. Es sind einfach zu viele Leute hier. So, da fallen die auch nicht mehr noch rein. Jetzt müssen wir nur noch ein Pferd finden.
Komm, Bayek, beil dich. Du wirst stolpern und ich werde dir den Rest. Sag nicht sowas. Wo ist ein Pferd? Irgendwo ein Pferd? Pferd? Da. Das ist hier eine ziemlich heftige Aktion gerade. Ich weiß nicht, ob ich überlebe. Ich glaube, ich muss mal langsam anfangen hier. Die Leute ein bisschen zu dezimieren. Sonst kommen wir ja nie vorwärts. Aber ich hatte so von Anfang an das Gefühl, dass wir einfach zu viel sind. Hey, da bist du ja! Und er geht sogar da durch. Ja, daneben. Bayek, renn. Komm Leute, mach Pause. Mach, Bayek, renn bitte, renn. Mir entkommt keiner. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Ah, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide. Bitte nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken. Sind die hier? Nein, er war gerade hier oben. Boah, wie viele Leute sind hier? Bestimmt 15 hier von diesen. Aber wir können vielleicht übers Dach fliehen. Das ist eine Leiter. Jawohl. Oh, zumindest ist hier keiner hier oben. Komm, das versuchen wir einfach mal. Oder? Habe ich gerade Schritte gehört? Da hinten steht. Da ist einer. Der ist hier nach oben gerannt. Komm, schön nach unten gehen. Schön nach unten. Wisst ihr was, Leute? Deswegen haben wir das Ganze hier auch überlebt. Weil wir im Level halt höher sind. Ansonsten wären wir wahrscheinlich elendig verreckt. Ich glaube, es ist die richtige Quest gewesen. Zum richtigen Zeitpunkt. Ich bitte dich, sei still. Kannst du nicht da hoch mit ihm zusammen, Bayek? Schneller, großer Mann! Wir müssen eine Revolution beflügeln! Er kann leider nicht hier hoch. Also ich komme hier nicht... Leider nicht... Nein! Lass mich nicht zurück! Ich muss von hier verschwinden! Na komm, nimm ihn auf. Bayek. Na komm. Er will nicht. Es wird auch nichts angezeigt. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen hier helfen würdest? Ah, in die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Aber wir kommen leider nicht hoch. Sei also. Still. Lass mal immer wieder rausgehen hier. Mit Level 10. Hey, vorsichtig, großer Bursche. Okay, ganz, ganz kritisch hier die ganze Geschichte. Da kommt wieder einer rein. Schneller, und der ist ausgerechnet Mann. Level 20. Wir müssen eine Revolution beflügeln. Du bist tot. Hallo, darf ich bitte mal hier aus der Ecke raus? Ach, jetzt lässt er ihn wieder. Ach, weißt du was, Leute? Jetzt wird gekämpft. Da bist du ja. Es gibt kein Weglaufen mehr. Jetzt kommt nur noch einer mit dem Bogen an.
Das war das Schild. Hallo? Also das ist... Ach, mein Gott. Also das ist dreimal passiert, dass ich gerade die Angriffstaste drücke und genau in dem Moment trifft mich jemand. Was? Da bist du ja. Da. Kommt ruhig alle hoch. Dann entvölkern wir einfach hier die Festung und spazieren hier in aller Ruhe raus. Wenn es das ist, was ihr wollt, Leute, bitte... Dann looten wir euch noch ein bisschen ab. Und jetzt ist Ende mit Flucht. Jetzt wird hier gekämpft. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Lass euch nicht zurück, keine Sorge. Hey, vorsichtig, großer Bursche. So, weil ich frage, wo jetzt der Ausgang ist. Ah, in die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Sei doch still. So. Wir sind draußen. Aber werden noch verfolgt. Wir müssen kurz nochmal kämpfen. Und ich glaube, ein neuer Controller ist fällig, denn ihr seht's, manchmal rennt er einfach nicht weiter, Bayek. Ich erlege ihn! Du hättest nicht herkommen sollen. Den treffe ich! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Nope. So, Leute. Wie viel von euch kommen noch? Anscheinend Pfeil hat mich getroffen. Von da oben. Okay, also. Wir hieven jetzt mal schnell aufs Pferd hier. Und dann nichts wie ab. Komm, 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 komm. Was machst du denn da? Hör mal, geht's noch? Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Gennadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanos in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Da bin ich mir nicht so sicher. Du siehst mir nicht allzu pfiffig aus. Okay, also. Das war nur der erste. Es gilt noch zwei weitere zu befreien. Oh je. Ich dachte, wir hätten eben alle schon befreit hier. Jetzt müssen wir nochmal in die Festung rein. Und hier, 122. Es hilft alles nichts. Wir müssen nochmal rein. Aber ich sag's euch, Leute, jetzt geht das Schnetzeln los. Ich renne jetzt hier nicht mehr weg. Hey! Und die Anzahl der Gegner ist auch schon deutlich gesunken. So. Ist doch was. So, ich bin hier. Will noch jemand eine Massage? Eine kostenlose? Ich schlitze dich auf. So, 3 ist einer zu viel. So, die Abkürzung durch Frau Holles Apartment. 26 Meter. So, wo ist er denn jetzt hier? Versteckt. Da drin? Der Zensor. What? Ich schlitze dich auf. So, brenn, brenn. Da bist du
Bleibt hinter mir, Scheiße. Kyrios! Der Achontas ist tot! So, jetzt aber Schluss hier mit Flitzebogen. Tod bestätigt. Ich bin immer noch hier. Und du hast im falschen Moment geträumt. Das verkürzte. Deine Lebenszeit merklich. So, 216 Meter. 206. Pferd, was machst du da? Da ist keine Stute, oder? So, 170 Meter. Ab durch die Mitte. Ja, das wird eng. So, Pferdchen. Hier, kannst du mal ein bisschen trinken. Schade, jetzt hätte man noch runterrutschen können. Beim nächsten Mal. Merken wir uns mal. Hallo, Frau. Und ein beherzter Sprung. Wir nehmen einfach mal die kürzeste Verbindung. Querfeld ein. So, 14 Meter. Wo ist dieser verräterische Narr? Dreckige Bettler. Los! Herr, ich glaube, er ist ein Darsteller. Mir ist egal, was er ist. Wir müssen ihn finden oder ich muss wochenlang die Stelle ausmisten. So, komm. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Der sah aber relativ entspannt aus hier. Hier raus. Natürlich. Eskortiere. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Eskortieren ist gut. Wohin denn? Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bist du? Ich glaube, wir könnten mal wieder ein neues Schild vertragen. Und was wir für den nächsten Part auch machen können, schönen Gruß aus Solingen. Wir können den Schotelmann wieder aufhängen. Halt! Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Du bist der perfekte grübelnde Held. Komm, welch komm. Großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Nett von dir, das aber jetzt wird gelaufen. Welch Tragödie es doch wäre. Ein jeder wäre zu Tränen gerührt. So, ich glaube, jetzt sind wir in Sicherheit. Jetzt sind zwar eine Hauptstraße, okay. Auf zur nächsten Hauptstraße. Teppich, feine Teppiche. 3,50 Euro das Stück. So, Hauptstraße. Phanos erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses Regime bloßzustellen. Vielen Dank, Freund. Ich bin sicher, dass Kapaneos bald zu uns stößt. Wie jedes Mal. Das hoffe ich doch. Wenn die Gefahr vorüber ist, versteht sie. Okay.
Kehre zu Phanos zurück. Ah? Ob der Kollege schon angetroffen ist? Soll man dich nicht mitnehmen hier auf dem Kamel? Ah, er will hier bleiben. Okay, ruh dich aus. Dann reiten wir schon mal vor. Aus dem Weg. Möt, möt. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Komm. Lauf, 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 lauf. Vorsicht, Kind. Da war ein Zebrastreifen. Da war tatsächlich ein Zebrastreifen. Noch einer. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ist euch vorher schon mal der Zebrastreifen aufgefallen? Komm, kannst du nicht schneller reiten? Muss ich irgendwas drücken? So, da sind wir schon. So, Leute, die Vorstellung kann beginnen. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Du hast es geschafft, Bajek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein, 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 nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Okay, das war die Quest Rache der Poeten. Und ja, es war gar nicht so leicht, wie ich jetzt dachte. Es ist unser freier Wille, die Plejade und damit auch unsere Stadt zu beschützen. Deine Zensur bringt keine Liebe für das Volk. Wir werden siegen. Denn es waren doch schon ziemlich viele Gegner da in dieser Befreiungsaktion. Finden diese Schweine meine Poeten nicht so schnell wieder an. Ich hoffe, wir sehen noch mal irgendwann im Laufe des Spiels eine Vorführung. Jetzt, wo sie alle befreit worden sind. Aber wir können auch abschließend noch mal hier auf dieses Schiff gehen oder es zumindest mal besichtigen. Sieht aus wie ein Wikinger-Schiff hier, ne? In diesem Hafen. Nicht schlecht. Okay, dann würde ich sagen, war es das hier für diesen Part. Schauspieler sind wieder aktiv und wer weiß, vielleicht, wie gesagt, sieht man ja später nochmal eine Vorführung. Ich bin gespannt und hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und ciao.